Schon seit dem 9. Jahrhundert ist für den Kölner Dom ein kostbarer Kirchenschatz bezeugt. Zunächst in der bereits 1212 erwähnten Goldenen Kammer aufbewahrt und zeitweilig öffentlich gezeigt. Die Prunkmonstranz wurde beim Einbruch in die Schatzkammer 1975 fast vollständig zerstört, aber dann durch Peter Bolk in mühseliger Kleinarbeit wiederhergestellt. Der ursprüngliche Holzkern Dreikönigenschrein, in dem die Gebeine nach Köln kamen. Der Schrein zeigt in seinen Medaillons je 8 Szenen des Alten und Neuen Testaments. Als 1842 die Vollendung des Doms begann, wurde von Friedrich Wilhelm IV. Mit diesem Hammer und dieser Kelle der Grundstein gelegt. Ein zeitgenössischer Stich hielt den Moment fest. Dies sind einige der Sitz- und Apostelfiguren des Petersportals. Im Paramentenraum sind die Gewänder ausgestellt, die Clemens August bei der Krönungsmesse Kaiser Karls VII. Am 12.02.1742 trug. Das zentrale Thema bei den Fahnen von Mengelberg ist religiös, wie zum Beispiel hier die Übergabe der Schlüssel an Petrus. Weiterhin zeigt die Schatzkammer den Schrein des heiligen Agilolfus aus dem 19. Jahrhundert und den Schrein von Engelbert von 1633. Das wichtigste Ausstellungsstück ist der Petrusstab. Und die Petruskette, von denen man als treue Tochter Roms drei Glieder verzeichnen kann.